Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Heute zum Blister-Unboxing der 9,2020 bzw. 21 Kickoff Collection von Panini. Genau, wir haben heute einen Blister vor uns liegen und dieser Blister kostet 7,90 € und enthält 4 Booster der neuen Serie sowie eine von 10 zufälligen limitierten Karten. Ja, seit der letzten Europameisterschaftsserie sind die Blister ja so aus und es gibt einfach keine Blister mehr, wo man sehen kann, welche Limit drin ist. Das heißt, man muss einfach auf blind und auf gut Glück die Blister kaufen. Von hinten sieht das Ganze so aus, hier eine Werbung für die App und ein paar Karten abgebildet. Insgesamt sind dieses Jahr in den Blistern in der deutschen Version mehr deutsche Spieler drin. Ich glaube, hier sind 3, 4 deutsche Spieler drin. Ich glaube, Timo Werder hat in der Karte bekommen und Thilo Kehrer unter anderem, auch noch weitere Spieler. Und dieses Produkt ist auf jeden Fall für den deutschen Markt ausgelegt. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Die Limi will ich euch, glaube ich, bis zum Ende aufbehalten, da ja zufällig eine drin ist und keine garantiert. Und dann haben wir die Booster hier. Und hier ist unsere limitierte Karte, ein Mittelfeldspieler. So sieht das Ganze dann aus und man spart 10 Cent und kriegt eine limitierte Karte. Wie gesagt, es ist ja zufällig, welche limitierte man bekommt, aber auf jeden Fall ein gutes Produkt. Hier haben wir auf jeden Fall 4 Booster-Designs. Einmal das mit Lewandowski, das mit Orban, das mit Kulusevski und das mit Daniel James. Es gibt noch eins mit Alaba, aber das ist leider hier nicht dabei. Ich würde sagen, wir gucken uns noch mal schnell die Odds an. Das ist auf jeden Fall auch ganz normale Booster mit Barcodes. Und dann sehen wir hier die Verteilung der Karte. Ihr könnt gerne pausieren, wenn ihr das länger sehen wollt. Ich habe es jetzt in beiden Unboxings bisher schon vorgelesen und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Vielleicht sehen wir hier eine Top-Master-Karte. Wäre auf jeden Fall toll. Bei den Blistern ist ja immer die Chance ein bisschen höher, finde ich zumindest, eine Top-Master-Karte zu ziehen, da die ja zufällig abgepackt wurden, die Päckchen. Dann haben wir erstmal Lucas Hernandez fürs französische Team, dann Eden Hazard, Nikolic, Celik, Jorginho und Vlasic. Online-Codes könnt ihr wie immer gerne haben, benutze ich nicht. Und dann haben wir hier 2 Powerkarten. Einmal Kamil Grosicki als Fans-Favorite für die Polen, die ja mit den Trikotkarten in jedem Päckchen hier drin. Und dann haben wir noch ein Shining Star von Antoine Griezmann. Das sind die Karten. Ihr seht schon hier die leicht angestanzten Sachen. Die leuchten im Dunkeln, diese Karten. Also zumindest der Spieler. Und außerdem wird das dann schwarz. Das ist ja eine neue Kategorie in diesem Jahr. Diese Shining Star Karten und insgesamt die Platinum Karten, wo auch die Jewel und die anderen Secret Hero Karten zu zählen. Nächstes Päckchen mit Zeluska starten wir. Dann haben wir Olsen, Günok, Bernardo Silva, die letzte Portugal Base Karte, die mir noch fehlt. Olivier Giroud, Saver Schlager und auch hier wieder der Online Code. Und dann haben wir hier 2 Power Karten wieder. Einmal der Second Skin von der Schweiz mit dem Trikot. Und dann noch den Goldstopper mit Jordan Pickford fürs englische Team aus der Power-Kategorie. Bisher noch keine Karte aus der Multiple und der Rare oder auch Topmaster-Kategorie. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Der dritte Booster startet mit Velkovski für die Nordmazedonier. Dann haben wir Cicchia, Sancho, Rodak, der Ersatzkeeper von Fulham aus der Slowakei, Gaia und Kieran Tierney von Arsenal für die Schotten. Und dann haben wir hier wieder 2 Powerkarten. Einmal den Fans-Favorite für die Franzosen mit Raphael Varane. Und dann eine Du-Karte mit De Jong, Van de Beek und Wijnaldum, das Power-Trio für die Niederländer. Somit haben wir jetzt alle Kartenkategorien, die relativ oft in den Päckchen sind, gefunden. Vielleicht finden wir hier ja noch eine Rare-Karte. Die Chance ist ja 1:4. Eigentlich, wenn man sich 4 Blister kauft, sollte man garantiert eine Rare-Karte bekommt, da man dann ja 16 Booster hat und in jedem 16. Päckchen so eine Karte drin ist. Dann haben wir Sterling, Lewandowski, Roberts, Armstrong, Silesen und Kasper Dolberg. Auf jeden Fall hier mit Sterling und Lewandowski geile Base-Karten dabei. Dann wieder der Online-Code und unsere beiden Power-Karten. Diesmal sind Konoplyanka als Fans-Favorite und dann haben wir noch eine Goal-Machine mit Andrej Kramaric fürs kroatische Team. Ich würde sagen, die legen wir einfach mal extra und jetzt gucken wir an, welche limitierte Karte haben wir gezogen. Das ist auf jeden Fall ein Mittelfeldspieler. Auch hier könnt ihr den Code gerne abtippen oder scannen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns die Karte an in 3, 2, 1 und es ist KDB Kevin De Bruyne als limitierte Karte für das belgische Team mit einem 98er Kontrollwert.
Das war's schon vom Unboxing. Der Blister natürlich ein etwas kleines Produkt. Wie gesagt, es gibt 10 verschiedene limitierte Karten und wenn man alle Blister kauft, müsste man 79 € dafür bezahlen. Aber bei Stickerpoint unter anderem gibt es schon ein Angebot, wo du garantiert alle 10 verschiedenen Limis mit den Blistern bekommst für 65 €. Also ich habe auch erst überlegt, mir das zu kaufen, aber ich dachte mir, ab und zu mal einen Blister zu kaufen und dann zu boxen ist auch was Tolles. Das war's jetzt. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Checkt hier und hier gehen die Plays aus. Hier könnt ihr abonnieren und hier noch ein volles Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.